Moin Leute, ich grüße euch zurück zu einem weiteren Part unseres Let's Plays, Ratchet & Clank 3. Wir sind jetzt in Episode 6 und auf Aquatos. Zeit, diesen Stützpunkt auseinanderzunehmen. So. Let's go. Okay. Ein Rohr führt uns unter die Erde. Skid, was machst du denn hier? Mein Deckname ist Schattenmacker. Geheime Einsätze sind meine Spezialität. Dachte, ihr könnt etwas Hilfe gebrauchen. Danke, Schattenmacker, aber ich glaube, wir kommen alleine klar. Na gut, dann nehme ich meinen Hacker und gehe zurück zum Schiff. Hacker? Weißt du, also eigentlich könntest du bei diesem Einsatz doch mitmachen, Schattenmacker. Cool, das wird so krass. Hacker, Genie, Schattenmacker oder was? Okay, let's go. Auch altbekannte Gegner. Lecker Amoeboiden. Er mag sie nicht. So, was haben wir eigentlich? Ah, es reicht noch nicht ganz. Okay. 75k brauchen wir. Ja, gut, gut, gut. Ja, wunderbar. Dann setzen wir mal unsere Reise fort und sammeln natürlich Geld. Amöben. Und Waffenleveln. So, ich habe meine Kofi-Seite noch mal ein bisschen geupdatet. Also, beim letzten Mal so erwähnt, dass ich gewisse Tiers einrichte für Supporter-spezifische, spezielle Dinge. Ich habe das jetzt so eingerichtet, dass jederzeit halt gespendet und alles gemacht werden kann, ohne das Ganze noch zu kategorisieren. Ich denke mal, das ist gerade für den Anfang noch am angenehmsten für uns alle auch. Also komplett frei für alle. Ihr habt alle die gleichen Vorteile. Auch wenn ich mir diesbezüglich tatsächlich mir noch ein paar Überlegungen anstellen werde. Ach so. Du willst auch erst noch platt gemacht werden. Schattenmacker bei der Arbeit. Okay. Genau, aber ich habe dennoch einen kleinen Bonus hinzugefügt für alle, die supporten. Und zwar habe ich eine Galerie erstellt mit Grafiken zu Thumbnails. Und zwar Rohimage-Daten für Thumbnails, die es nicht geschafft haben, als Thumbnail tatsächlich verwendet zu werden. Dadurch natürlich der Vorteil, dass die Bilder natürlich auch weiterhin gut genutzt werden können. Skid, es wäre ganz cool, wenn du mir diese Tür auch noch aufmachen würdest. Genau, so schaffe ich quasi nochmal einen kleinen Mehrwert für die, denen es interessiert. Auch einige der älteren Thumbnail-Ideen, dass ich quasi auch zeigen kann. So sind die Bilder wenigstens nicht komplett verloren. Immerhin habe ich mir dafür schließlich auch was gedacht, dass ich die ja halt auswähle. Zeit für deine Schwimmstunde. Drücke die Quadrattaste, um zu tauchen, und die X-Taste, um wieder hochzukommen. Dein Helm wird dich mit Sauerstoff versorgen. Zumindest theoretisch. Mann, den Helm kennen wir doch aus dem ersten Teil. Diese Düsendinger-Teil kennen wir auch aus dem ersten Teil. Also, let's go. GG, würde ich sagen. Genau. Also, für alle Supporter, die können natürlich Bilder, die nicht als Thumbnail veröffentlicht worden sind, können sich diese natürlich dann auch anschauen.
Einfach ein kleiner Bonus. Damit schaffe ich einen kleinen Mehrwert auch auf der Seite. Aber lasst gerne auch mal so ein paar Ideen da. Gerne auch auf der Kofi-Seite selbst. Wo will ich jetzt überhaupt lang? Was man sonst noch so mit Special Content, was man da noch machen könnte. Ich meine, nichts ist schöner als noch ein bisschen mehr zu gönnen als ohnehin schon. Genau, so viel erstmal dazu. Kleines Update natürlich. Sei vorsichtig da unten. Meine Scanner zeigen einen Haufen Biomasse an, der sich in Richtung Abflussrohr bewegt. Ein Haufen Biomasse. Meinst das Ding da vorne? Eieieiei. So, Level up. Nitrowerfer Version 3. Cool. Hui, na hallo, großer. Kanalkristalle. Autsch. Natürlich renne ich da rein. So macht man das. Schlimm. Okay. Ja, das Ding kann schon gut wehtun. Da unten sehe ich eine Bolt. Vielleicht mal herholen. Meins! So. Dann machen wir jetzt mal... Oh, bisschen Pogus. Boom. Natürlich geht's daneben. Sehr schön. Basket, beziehungsweise Schattenmacker. Unser Hackerkönig Schattenmacker. Ich hoffe, ich habe einen Titel für diese Episode. mal gucken. Kann sich natürlich noch ändern. Ist ja immer so eine Sache. Okay. Hä? Oh. Ups, ouchen. Pech. So, die Kohle für mein Fluxgewehr habe ich eigentlich schon fast drin. Da fehlt nicht mehr viel. Komm, nur noch läppische 1000. Kriegen wir das mit diesen Kisten hier schon zusammen? Na, wahrscheinlich eher nicht. Nicht ganz. Schade. Nice. So, Kiste. Let's go. Ah, reicht immer noch nicht. So, ich habe einen Nitrowerfer. Boom. Autsch. Frech. Verdammten iFrames, die noch manchmal haben. So, ich habe die Kohle für mein Fluxgewehr drin. Sehr schön. Ja, aber das Ganze wird auf jeden Fall noch sehr teuer. Na, mal schauen. So, gehen wir wieder auf Tauchstation. Und da ist noch einer. Der mit dem Titanbolt. Einer unter Wasser. So, natürlich. Dass die eine Kiste so komisch schwebt, ist natürlich weird, aber ich denke mal, das hat was mit der Kollisionsabfrage zu tun. Alles kein Thema. Ich finde es ganz cool, dass ich schon so gewisse Dinge auch in dieser Richtung so langsam verstehe, eben weil ich auch selbst an meinem eigenen Game dran bin, auch wenn ich die letzten Tage nicht so wirklich viel machen konnte. Aber so ist das eben. Arbeit und Stress
Und ein Stierpunkt. Geil. Such den gesunkenen Schatz. Ja, her damit. Den habe ich aufgehoben. Aufgehoben. Ausgehoben. Let's go. Immerhin. Das war ja ein bisschen Kohle, was ich gut nutzen konnte. Nur warum macht er da eigentlich nichts? Boom. Wieder mehr Leben. Das Vieh hält schon ein bisschen was aus. So. Let's go, Schattenmacker. Haben wir hier noch irgendwas? Ah, ja, ja, Gegner. So, ab nach unten. Schattenmacker wieder an der Arbeit. Man hört's. Und ja. Okay, ich werde automatisch da hochgebrotet. Mein Gut, das ist jetzt ein riesen Vorteil. Spare ich mir jetzt die ganze Leiter nochmal hochzukrabbeln, obwohl ich ja gerade eigentlich abgestürzt bin. Na gut, egal, let's go. Na. Cool. Oh Mann. Okay, cool. Clank, hast du gehört? Da ist jemand. Hey, Jungs. Ich hab vergessen, meinen Goldfisch zu füttern. Wir sehen uns dann später. Na und tschüss. Na, wenn das nicht zwei meiner besten Kunden sind. Slim Cognito? Was machst du denn hier? Ich hatte Ärger mit der Polizei. Wegen einer Saugkanonenerweiterung, die an einen Minderjährigen verkauft wurde. Oh oh. Ich schwöre, der sah echt aus wie 18. Jedenfalls musste ich einen anderen Ort für meine Geschäfte finden. Seid ihr immer noch an Schnäppchen interessiert? Hm, lass sehen, was du hast. Okay, wir haben Geld, Gott, Lava-Pistole, ja, wie geil. Und Mini-Gefechtsturmhandschuhe. Oh Gott, das Ding wäre so geil. Und auch hier, Megakorb, Spezialgarantie. Hattest du mal eine Megakorb-Waffe und hast diese verloren? Überraschung, Megakorb ersetzt einige der verlorenen und gestohlenen Waffen. Wähle diese Option, um deine Festplatte nach Ratchet & Clank 2 Speicherdaten zu durchsuchen. Na dann, rein theoretisch sollt ihr ja was haben. Nicht, dass das wieder so ein Reinfall wird wie beim letzten Mal. So, gefunden. Du erhältst kostenlose Waffen. Jatta! Kostenlos. Alles kostenlos. For free, Leute. For free. Geil. Das ist gut. Okay, was haben wir hier? Diese Waffenausrüstung umfasst eine Erfassen. Was? Okay. Was war das gerade für eine seltsame Transition? Okay. Ist okay. Lassen wir einfach mal so stehen. Da ist der Lüftungsschacht. Wir müssen uns hier trennen. Ja, naja, dann muss ich wohl das Pyrostym anziehen und meine neuen Kumpels suchen. Viel Glück. Ich helfe dir, wenn ich kann. Du hättest vielleicht die Anleitung lesen sollen. War immer nett mit dir, Ratchet. Oh Gott. Oh, ich kann mir vorstellen, hier hätten wir die Untertitel gebraucht. Ah, ärgerlich. Aber gut, ist jetzt so. Kann man nichts machen. So, mit Clank sammle ich jetzt keine Kohle ein. Eine Banane. Schluss mit dem Affentheater. Affentheater. wir haben einen wichtigen Auftrag. Okay. Dieser kleine Stinker wird den Bananen überall nachlaufen, egal wohin du sie schießt. Los, versuch's mal.
Das klingt auch sehr gut. Damit sind definitiv einige interessante Setups zu machen. Zum Beispiel das. Da folgt jeder Banane. Auch hier rein. In die Todesfalle. Au! Du dämlicher Affe! Das war jetzt echt etwas unnötig. Du wiederholst dich. Ja. Frech. Einfach nur frech. Ja. Ja. Oh, hier. Aber diesmal lauf nicht wieder in mich rein. Das ist nicht gesund für uns beide. Ratchet, du musst die Brücke an Kreuzung G5 verlängern. Alles klar, wird gemacht. So. Hallo. Ratchet, ich habe online ein paar Instruktionen zur Benutzung des Tyrostyms gefunden. Lass mal sehen. Wenn du mit einem Tyrannoiden sprichst, solltest du eine holographische Anzeige sehen. Drücke oder halte den richtigen Knopf gedrückt, während sie sich über den Bildschirm bewegt. Pass auf, was du sagst. Diese Typen sind sehr launisch. Oh, das klingt doch sehr interessant. So, mal gucken. Kreis. Orangene Croutons, Bonbon, Sahne, Bonbon. Oh mein Gott, was? So. Leck doch ein dein lila Pilz, Krötenfresse. Oh. Frech. Bing, bing, bing. Mögen tollwütige Raumziegen deine Leber verzehren. Okay. Immer wieder schön. So, mal gucken. Entschuldigung, werter Herr, würden Sie mir freundlicherweise diese Türe öffnen, nachdem ich Sie ein paar Mal beleidigt habe? Es ist mir eine Ehre und ein Vergnügen, mein Tyrannoiden-Bruder. Oh Gott. Schade, dass Sie nicht so ein bisschen näher noch drauf eingehen. Meine neue Familie, die Tyrannoiden. Okay, let's go. So, gedrückt halten. Dreieck, Dreieck und Kreis und Viereck und nochmal. Ich habe eine Nachricht von Dr. Nefarius zu überbringen. Du siehst verdächtig aus. Wer bist denn du? Mögen tollwürdige Raumziegen deine Leber verzehren. Wie der eine jetzt den Kopfstand hinlegt. Okay, aber auch hier gibt es dann irgendwann Wiederholungen. Na gut. Dann sorgen wir mal dafür, dass wir hier vernünftig durchkommen. Ich bin ein ergebener Diener von Dr. Nefarius und alles andere als ein Lombax. Wie offensichtlich. Na gut, man kann nicht vorsichtig genug sein, dass sie das auch abkaufen. Ne? Schlimm. Hallo. Du hast eine Fernbedienung. Sieht interessant aus. Oh, oben und unten gibt es jetzt auch noch als Tasten. Sag's nicht weiter, aber ich habe 5 Bolts unter dieser Strebe versteckt. Haha, du Trottel, jetzt gehören sie mir. Oh Gott, 5 Bolts. 5 Bolts. Die zahle ich aus der Portotasche. Oder Kasse, egal, let's go. Du bleib mal kurz da drauf stehen. So, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob wir den Affenfreund noch brauchen. Let's go. So, was haben wir hier? Kisten. Oh. Gadgetbot. Ich liebe diese kleinen Dinger. Um sie zu befehligen, musst du einfach die Dreiecktaste gedrückt halten und mit dem linken Analogstick einen Befehl auswählen. Also so wie eigentlich immer. Und wir haben wieder nur 4 Befehle, nicht so wie am zweiten Teil, wo es noch Brückenbau und sowas gab. Wir machen hier einfach ganz normal weiter. Okay, so, der ist beschäftigt. Der zieht den anderen auch gleich noch mit. Sehr cool. Angriff. Ems.
Okay, so, dann holen wir uns auch gleich noch diese Kisten. 1, 2, 3, 4, das sieht doch gut aus. Das mit einer Zahl versehene Tor ist ein Roboport. Wähle Eintreten im Robo-Befehle-Menü, um deine Gadgetbots in den Port zu kommandieren. Hat die Zahl 0 erreicht, wird der Port freigeschaltet. Ja, genau das habe ich schon so gedacht. Aber trotzdem schön vernünftig erklären lassen. So, kleine Jump'n'One-Einlage, let's go. Alles auf entspannt. So. Zwei Barrieren, wie ich das sehe. So hoch, Viereck runter, Kreis. Schon echt irre, wie die hier sich kommunizieren können. Ich soll den Holoprojektor im Ruheraum reparieren. Wird ja auch Zeit, wir haben gestern Geheimagent Clank verpasst. Wow. Okay. Oh, Brücke auch noch ausfahren lassen. Easy. Würde es Ihnen etwas ausmachen, die Brücke auszufahren, Sir? Du hast keine Freigabe für diesen Bereich. Woher weiß ich, ob ich dir trauen kann? Indem ich mir unter die Achseln kratze. Weil ich dir die Telefonnummer von meiner Schwester gebe. Und weil ich ganz sicher kein Lombax bin. Wie offensichtlich. Oh, warum sagst du das nicht gleich? Ja. Okay. Okay. Okay, GG. Was hat dich denn aufgehalten? Clank, was machst du denn hier? Du wolltest an der Oberfläche warten. Ich dachte, ich helfe dir. Du kannst mir helfen, Dr. Nefarius' Büro zu durchsuchen. Mal sehen. Guck mal, eine komplette Geheimagent-Clank-Holofilmsammlung. Der Typ ist dein größter Fan. Das ist beunruhigend. Ich habe eine verschlüsselte Sternkarte runtergeladen. Vielleicht kann er sie entschlüsseln. Toll. Zurück zur Phönix. Okay. Cool. Ich würde sagen, das machen wir dann, wenn doch am nächsten Mal. Ja, komm. Ich springe beim nächsten Mal hier runter. Für heute ist Feierabend. Vielen Dank wieder fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss.